Okay, Bro, ich mach mir nur kurz ein Brot oder sowas, so einen kleinen Snack und pack dann alles zusammen, beziehungsweise das Bike liegt dann noch im Kofferraum und dann komme ich vorbei. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Pedalen bekommen, Leute. Es ist soweit. Wieder bei Maciak Offroad bestellt. Ging wieder super easy, dank DHL. Leute, bestellt nicht bei DPD. Die Fahrer haben so viel Struggle schon gehabt. Ja, wir machen jetzt gleich mal die Pedalen auf, gucken uns die mal an. Und dann geht's vielleicht sogar noch auf dem Trail. Wir sind nicht ganz sicher, weil wir sind ein bisschen müde und kaputt. Ja, ich werde mal gucken, wie man die Pedalen ans Bike macht dann. Vielleicht mit Steve zusammen sogar, weil mein Fahrrad liegt noch von der letzten Tour im Auto. Aber wir schauen uns die jetzt erstmal kurz an. Ja, ich habe mir die Crank Brothers Stamp One bestellt. Ja, ich würde sagen, ich bastel die gleich mit Steve zusammen dran und ja, schauen wir mal, wie mir die so passen. Die sind für mich echt extrem groß. Die gibt es Small und Large und eigentlich bin ich von meiner Schuhgröße mal wieder genau in der Mitte. Ab 43 ist Large, ab 42 ist noch Small, bin ich genau in der Mitte. Naja. Jo Leute, wir sind jetzt hier beim Sender Steve und ich wechsle kurz die Pedalen. Der Unterschied ist eigentlich gar nicht so riesig, aber hier seht ihr einmal 1:1 den Unterschied. Ich hoffe, dann kann man eigentlich gar nicht mehr runterrutschen. Ja, ich wechsle die Dinger jetzt fix und dann gehen wir eine Runde fahren. Sieht doch fresh aus hier. Okay Leute, ich räume kurz auf und schmeiß die alten Pedalen in den Kofferraum. Dann alles ist schon gepackt. Der Bro rollt sich schon warm. Der ist richtiger Wheelie, Junge. Dann würde ich sagen, wechseln wir auf die GoPro und wir sehen uns auf dem Trail. Und trotz Pudding in den Beinen haben wir uns dann entschieden, noch eine schwarze Line hier im Wald zu fahren. Und die haben wir bisher noch nie gefahren, aber wir wollten sie unbedingt ausprobieren. Und ich bin da definitiv an das Ende meines Könnens sozusagen geraten. Also ich habe auf jeden Fall heute nochmal gemerkt, so gut ich auch mit Sprüngen und so weiter Fortschritte gemacht habe, muss ich bei Downhill noch aufholen. Wie das aussieht, seht ihr hier. Ja, so fühlt man sich, wenn man das nicht sein Level ist, glaube ich. Bin nicht gefallen. Das zählt auch noch nicht ganz gefallen. Oh.
Als es dann allerdings wieder auf die flowigen Lines hier ging, war ich wieder in meinem Element und es ging definitiv besser. Aber es hat mir einfach nochmal gezeigt, okay, cool, du hast ein paar Fortschritte gemacht, aber dennoch ist da noch einiges an Material, was ich lernen muss. Und diese ganze Downhill-Kategorie werde ich mir auf jeden Fall für die nächsten Wochen nochmal vornehmen. Und ich will auf jeden Fall, sobald es nochmal richtig trocken ist, diese Line nochmal fahren und dann hoffentlich auch komplett ohne abzusteigen. Ich muss allerdings sagen, die neuen Pedalen machen einen Unterschied. Man steht einfach besser auf dem Fahrrad, man hat mehr Fläche, auf der man stehen kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt an Sicherheit und man fühlt sich einfach ein bisschen besser. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir gerne ein Abo da und wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.